Hi Leute, Albert hier von windowsarea.de und heute zeige ich euch das neue Light Theme in Windows 10. Mit dem Windows 10 Mai 2019 Update hat Microsoft das helle Design mächtig erweitert. In diesem Video zeige ich euch, wie das Ganze aussieht und wie ihr das Light Beam aktivieren könnt. Wenn ihr das helle Design in Windows 10 verwendet, sind nämlich künftig auch die Taskleiste, das Startmenü sowie auch das Infocenter in diesen milchigen Weißton eingefärbt. In der Vergangenheit konnten diese Komponenten entweder nur in schwarz oder auch beim Hellen Design nur in der Akzentfarbe von Windows 10 eingefärbt sein. Das war natürlich oftmals ein bisschen inhomogen, also gibt es mit Windows 10 Version 1903 auch ein helles Theme. Wenn ihr dieses aktivieren wollt, müsst ihr das Windows 10 Mai 2019 Update installiert haben. Wie ihr das Update bekommen könnt, findet ihr immer aktuell in der Beschreibung. Außerdem könnt ihr unsere Android App installieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben zu Surface, Windows 10, Xbox und Microsoft ganz generell. Nun aber wirklich zur Anleitung. Ihr öffnet hierzu die Einstellungen von Windows 10, was ihr übrigens auch per Tastenkombination Windows und i e erledigen könnt. Dann geht ihr zu Personalisierung und in der linken Spalte wählt ihr den Punkt Farben aus. Hier habt ihr in Zukunft drei Optionen, nämlich dunkel, hell und benutzerdefiniert. Für das komplette Light-Theme wählt ihr einfach hell aus und die Apps sowie auch die Taskleiste, das Startmenü und das Infocenter werden weiß. Ihr könnt aber neuerdings auch benutzerdefiniert wählen, sodass ihr zum Beispiel helle Apps, aber eine dunkle Taskleiste habt. Oder es geht auch umgekehrt. Dunkle Apps und eine helle Taskleiste. Ihr könnt hier frei entscheiden, was auch immer ihr haben wollt. Was ihr übrigens bei der hellen Taskleiste nicht machen könnt, ist eine Akzentfarbe quasi drüber zu legen. Wenn ihr bei Farben noch ein Stück weiter nach unten scrollt, findet ihr hier die Akzentfarbe auf den folgenden Flächen anzeigen. Für Start, Taskleiste und Infocenter geht es im hellen Design nicht. Nur die App-Titelleisten könnt ihr auf Wunsch in eure Akzentfarbe hüllen. So, das war's auch schon mit diesem Video. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann wisst ihr natürlich, was zu tun ist. Aber wenn doch, gebt uns doch einen Daumen hoch und lasst uns gerne noch ein Abo da. Ich sag danke fürs Zusehen, tschüss und bis zum nächsten Mal.